Hallo Freunde des guten Geschmacks und herzlich willkommen zu einem kurzen, knackigen, aber dennoch wichtigen Update zur MX-518 Legendary. Soeben haben mich Fotos erreicht, die die Legendary zum ersten Mal live zeigen. Und zusätzlich habe ich auf Twitter einen Post gefunden, der darauf schließen lässt, dass Logitech jetzt in den nächsten Tagen die Präsentation vollziehen wird. Ich zeige euch einmal ganz kurz den Twitter-Post, um den es hier geht. 3. Oktober. Neo schreibt hier, it's time for me to finally upgrade my Logitech Mouse MX518. I've been using for years to a new Logitech Pro Mouse instead. Overbeamed sent to my local store, bla bla. Und er wünscht sich, er wäre ein Influencer und würde das für free bekommen und bla bla, Logitech forever. Er fragt natürlich hier irgendwie so, ob er mal so ein Ding umsonst bekommen könnte, weil er damit zeigt, er liebt dieses Produkt und so. Brew, they're releasing a new MX518 with a hero sensor for $45. For 54, sorry. Genau, für $45. Google it leaked a couple days ago. Und Logitech schreibt darauf, we cannot comment about the future products, but stay tuned on our, to our website. Das schreiben sie am 8. Oktober um 13.11 Uhr. Also wir können nichts über diese Produkte sagen oder über zukünftige Produkte sagen, aber stay tuned on our website. Das heißt, der Robert, der das geschrieben hat, dass dieser Hero Sensor schon geleakt worden ist, oder die Legendary, schreibt es drunter und Logitech kommentiert das Ganze und sagt, dass sie darüber nichts sagen können, aber man soll auf der Webseite aktiv bleiben, damit man neue Infos bekommt. Ich habe jetzt die Logitech-Seite und habe hier im Quelltext nachgeschaut. Es ist noch keine einzige Seite. Manchmal werden Seiten schon mal vorprogrammiert und hochgeladen, aber die noch nicht verlinkt sind. Es ist leider noch keine einzige Seite erstellt worden vom Webdesign-Team, was die Legendary oder die MX518 2.0, wie sie auch genannt werden kann, zeigt, beziehungsweise irgendwelche Informationen darüber. Aber, jetzt kommt das große Aber. Ich hätte dieses Video jetzt nicht gemacht, wegen dem einen Twitter-Post, dafür wäre es ein bisschen sinnlos gewesen, aber folgendes. Ich habe Live-Bilder, und zwar werde ich die euch jetzt zeigen. Hier ist die MX518 Legendary und das ist halt von einem Produkttester bzw. von einem Mitarbeiter von Logitech bestätigt worden, dass das die MX518 Legendary ist und so wird sie aussehen, liebe Freunde. Sie wird halt den klassischen Shape haben, wie ich das im ersten Video schon gesagt habe, MX518 Legendary. Dann, wie gesagt, die G400, die habe ich jetzt hier auch als Vergleich liegen. Die hat, ja, es ist quasi eine Mischung aus dem Glancy von der MX518 und der G400. Also ein Mittelding zwischen dem Matt und Glancy. Also, ja. Und, wie gesagt, darüber haben wir uns ja auch schon unterhalten. Das Logo, es ist halt super schade, dass das alte Logo nicht aufgegriffen worden ist. Gerade bei so einer 2.0 Version, wo viele Nostalgiker dabei sind, aber gut, Branding ist Branding. Schauen wir weiter, was es noch für Fotos gibt. So, MX518, hier seht ihr die Maus von unten, hier ist der Hero-Sensor. Ich bin natürlich ein bisschen enttäuscht über die Slide Points, das bedeutet, bei der MX518 war es so, dass die, dass diese Gleitpunkte jeweils, ich muss gerade selber schauen, die waren jeweils hier, hier, dann gab es einen hier und hier. Der Nachteil, beziehungsweise der Vorteil von der alten MX518 und der Konstruktion war, dass ihr die Slide Points nicht entfernen musstet, um die Maus zu öffnen. Das hat vieles vereinfacht und das hat mich bei der G400, die ich hier auch liegen habe, sehr gestört. Shut up and take my money! Also mittlerweile ist es so, dass ich das Gehäuse der G400 habe und die MX518 im Innenleben. Also es ist so ein kleiner Frankenstein. Aber wie gesagt, die Slide Points, also die Gleitpunkte, die
hier Teflon beschichtet sind, die werden, wie gesagt, uns davon abhalten wollen, die Maus selber zu öffnen. Aber gut, das sei dann so dahingestellt. Hier auf dem Bild, wie gesagt, gibt es nichts weiter zu sehen. Das haben wir jetzt genossen. Und jetzt nochmal das letzte Bild, die Legendary MX518 als Live-Bild. Wir haben die ja, wie gesagt, schon einmal auf der China-Seite gesehen. Da gab es schon mal ein paar Bilder, aber jetzt sehen wir sie hier noch einmal von einem Mitarbeiter von Logitech, der diese Fotos bestätigt hat, dass es sich hier um Originalfotos der Legendary handelt. Twitter von Logitech sagt, stay tuned, also wir sollen noch kurz innehalten und uns gedulden. Aber wie gesagt, diese Fotos wollte ich euch nicht weiter vorenthalten. Aus dem China-Shop habe ich schon eine Vorbestellung gemacht. Das heißt, sobald die in China auf dem Markt zu ergattern ist, wird sie in meinen Einkaufswagen gepackt und wird dann auch zu mir gesendet. Und ja, sollte es so sein, dass sie, ich weiß ja nicht genau, wie die Vermarktungsstrategie aussieht, aber sollte sie weit voraus in Asien sein, werde ich sie dort natürlich bestellen. Wenn sie hier in Europa genau zum gleichen Zeitpunkt released wird und im Handel ist, ist es natürlich sinnvoller, sich irgendwie 2 Tage zu gedulden und sie dann hier in Europa zu bestellen, weil es dann einfach keine 20 bis 25 Tage dauert. Aber um euch einfach schnellstmöglich diese Maus live zu präsentieren, habe ich einfach jetzt beide Bestellwege für mich als Option genommen und die werde ich auch beide nutzen, da ich glaube, dass die MX518 Legendary eine super Maus wird. Der Hero-Sensor, wie gesagt, sie kosteten 45 oder 49 Dollar. Ja, der Hero-Sensor ist... Es ist ein guter Sensor, das haben wir ja im letzten Video schon besprochen. Es ist ein guter Sensor, aber es ist kein hochwertiger Sensor. Deswegen, die Maus, sie wird ihren Dienst tun und sie wird auch gut sein, da bin ich von überzeugt. Sie wurde in vielen Einzelteilen überarbeitet. Was ich auch machen werde, ist das Innenleben der MX518, der G400, dem quasi vom Konsumenten anerkannten Nachfolger, der aber jetzt, wie gesagt, kein wirklicher Nachfolger war, und der MX518 2.0 bzw. Legendary präsentieren. Und dann werden wir uns die Innenleben dieser verschiedenen Mäuse nochmal anschauen und sehen, wie einfach der Produktionsverlauf oder wie der Optimierungsverlauf dieses Produktes vollzogen wurde. Also auch hier auf meinem Kanal aktiv bleiben. Würde mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch gebt. Ihr kennt den Versprecher. Und ja, für weitere Produktreviews zu dieser Maus oder generell zu meinem Kanal, einfach auf den Kanal gehen, abonnieren und dann seid ihr auf jeden Fall bei Mr. Dame immer auf dem neuesten Stand. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und ja, hoffe, ihr seid nicht allzu enttäuscht. Es waren 3 Bilder und ein Twitter-Post, aber ja, die im Gesamtbild mit Sicherheit wieder einen kleinen Lichtblick gegeben haben, dass hier nun zu 100% kein Fake dahinter steht und zu 100% ein Release in wenigen Tagen hier vor der Tür steht. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen, euer Mr. Dame. Macht's gut, bye bye.